Oh, da ist er. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt! Doch, 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 wir sind da. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Ich glaube, es wird nur noch schlimmer und wir werden noch einiges mehr erfahren. Und ich denke nicht mehr Hugo ist betroffen, sondern Amicia genauso. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein, lauft, lauft weg. Oh, wir sollten laufen. Ach so, nicht überspringen. Ups, wollte ich nicht. Sorry. Nein, nein. Wir sollten rennen, aber ganz schnell jetzt. Ich wollte nicht überspringen. Warte mal. Rüber hier. Uff. Das sind aber einige. Es tut mir leid. Wir rennen. Wir müssen. Wie viele das sind. Oh, schon mal Licht hier. Ich habe sie gewarnt, dass das Uff. Sicher, dieser Verfluchte war da. Uff. Wir sind definitiv in dieser Stadt nicht mehr sicher. Wir müssen flüchten. Wir müssen aber ganz schnell flüchten. Das Haus. Ich schaffe das. Was? Ach. Oh nein, nein, nein. Uff. Uff. Wir sollten... Amicia, steh auf. Steh auf, Amicia, steh auf. Wir sollten rennen. Aber warum sind wir... Wir sind doch hier in Licht sicher. Warum bleiben wir... Oh mein Gott. Und tschüss. Das sind so viele Ratten. Alter. Oh, 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 oh. Wir müssen hier weg. Ihr solltet... Wir sollten laufen. Wo ist sie hin? Ich glaube, sie ist tot. Guckt. Oh. Ich. Genieße aber nur gerade die Atmosphäre. Guckt mal, wie viele das da unten sind. Ich will doch eigentlich nur. Ich wollte nur noch reinkommen und erstmal. Oh, das war knapp. Au. Aua, aua, Amicia, steh auf, komm, du musst rennen. Amicia, renn. Was Ratten so alles anrichten können, wenn es so viele sind, ne? Wir müssen hier runter. Und wir sind da. Er ist euer Sohn, du etwas. Ah, die Beschützerin, na endlich. Beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich. Hugo, Hugo, ich bin hier. Ich hatte einen Albtraum. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Uff. Was Hugo alles anrichten kann, das ist... Wow. Und ich nehme an, Lia. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Die Stadt wurde überrannt. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie.
Uff, ich wollte doch nur reinkommen und ein bisschen chillig sein und dann dies und das und what the fuck? Was ist los? Mir ist schwindelig. Mhm. Es ist nichts. Schlaf weiter. Schlaf weiter. So bleibst du wenigstens ruhig und uns kann nichts passieren, was Ratten alles anrichten kann, was Hugo anrichten kann. Der hat eine ganze Stadt zerstört. Oh, bitte nicht rennen. Bitte nicht rennen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich denke nicht mehr. Hugo hat genau das gleiche, die gleiche Krankheit. Hugo hat nicht... Ich wollte was sagen. Es ist zu spät. Weiter. Wer ist das? Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Mhm. Angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wir müssen. Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Na, Hugo, beruhig dich. Nein. Träume sind Träume. Verstanden. Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Ich gehe auch davon aus, dass Amicia jetzt genau die gleiche Krankheit hat. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Wir kommen, wir beeilen uns, wir sind da. Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe, verlieren wir keine Zeit. Und wir fliehen erneut aus einer Stadt, Heimat, wo wir hätten leben können. Nein, wir fliehen. Hugo hat einen Albtraum gehabt und war wütend und das ist das Ergebnis. Kapitel 5. Unruhiges Fahrwasser. Fahrwasser, juhu. Wow, das ist schön. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas,
Besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann legt mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Dann haben wir jetzt erstmal eine neue Aufgabe. Bringen wir das Boot doch wieder in Bewegung. Und was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage, kann ich das Ding hier benutzen? Nein. Folgen die Ratten, Hugo? Wird Hugo von den Ratten immer verfolgt? Eine... Unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Vielleicht. Wir könnten es runterschieben? Gut. Versuchen wir's. Dafür braucht ihr aber ganz schön viel Kraft. Oh nein. Was? Amicia, folgt uns. Wir warten flussabwärts auf euch. Okay. Wir suchen uns einen anderen Weg. Ich glaube, Joseph kann das Boot anhalten. Gar keine andere Möglichkeit. Folgen die Ratten denn, Hugo? Oh. Ich glaube, die Ratten waren schon längst hier. So wie das hier aussieht, bei so vielen Leichen. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Gleich so. Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist... meine Magistra. Vielleicht sollten wir auf Hugo doch auch einfach mal hören. Oh. Schade. Hier ist eine unsichtbare Wand. Kommen wir dahin? Vielleicht. Ja, ich denke mal von hier. Vielleicht sollten wir auf Hugo auch einfach mal hören, was er sagt. Vielleicht sollten wir auch einfach mal zu dieser Insel fahren. Aber wie man es ja schon kennt, die Erwachsenen wollen immer recht haben. Stille. Es gab jetzt... Oh, was zur Hölle? Was Keine war das? Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist... Ja, der Lichteinfall. Irgendwie. Nur, dass die blitzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Ja, yeah, ich wollte weiterlaufen. Der röhrende Hirsch, neue Erinnerung. Genau, hier könnte Matthäus nochmal alles durchlesen, was sie gerade gesagt haben. Brauchen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Guck mal, wir müssen hier runter. Oh, das war tief. Lukas, bitte pass auf. Hier ist ein Weg. Mir nach. Das dahin sieht mir aber nicht so freundlich aus, wenn ich ehrlich sein soll. Was genau ist das?
Hier ist der Fluss. Ey, diese Grafik ist einfach auch wunderschön. Da brennt aber was, oder? Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Aha. Das klingt ja widerlich. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, Sie sind da oben! Hi, na? Wir kommen! Da führt ein Weg runter. Ja, da lang. Schnell! Ja! Er kriegt langsam Angst. Gehen wir. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Was ist das? Oh nein. Nein, was wird das wohl sein, Amicia? Da sind sie. Sie sind schon hier? Mhm. Ich glaube, ich habe mir meine Frage gerade beantwortet. Uff. Ich habe mir mein... Oh mein Gott. Uff. Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja. Da komme ich nicht weiter. Kann ich das denn irgendwie... Wir kommen schon zurecht. Sind unterwegs. Ich habe eine andere Idee. Ich glaube nicht, dass das hier für die ganze Zeit brennt. Aber wo jetzt weiter? Ach da, ich seh's. Wir müssen hier hoch. Hugo, Lukas, komm. Ja, danke für die Rettung. Das war knapp. Uff, das war sehr knapp. Ah, guck mal, hier mal eine Kiste. Wahrscheinlich zum Feuer machen, ne? Jupp. Und hier haben wir noch eine Kiste. Die nehme ich gerne mit. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, cool. Und hier können wir was drehen. Ah. Ich nehme an, dass nicht ich das machen soll, sondern... Es wird nicht halten. Es muss ein Gegner... Lukas, du bist dran. Na gut. Ich nehme mal an, dass... Das Heu bewegt genau. Sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Mhm. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können... Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Dreht sich das nicht weiter? Wenn mir Hugos Gefühle... Ja, Amicia, du hast absolut recht. Oh, das Heu reicht nicht. Ich habe eine andere Idee. Wir haben keine Vasen, nein. Ja, das ist schlecht, wir haben leider keine Vasen. Gab's hier um eine? Ganz zufällig eine Vase, damit ich da lang komme. Das scheint mir leider nicht so. Und mein Problem ist, da lang, ich muss dahin. Wie machen wir das jetzt am besten? Gibt es Schnellspeicher? Nein, ne? Schnellspeicher gab es nicht, aber es gibt automatische Speichern. Das bringt mir leider auch nichts. Die sind von hier unten gekommen, ne? Da kann ich leider nicht runtergucken. Schade. Okay, wir müssen nochmal ganz schnell zurück. Amicia, das Feuer geht aus. Zünd nochmal den Heuballen an. Schnell! Ja, aber ich frage mich gerade, was wir machen sollen. Wie kommen wir denn von jetzt hier nach darüber? Die ist, geht ja nur bis dahin, kurz zu dieser Treppe. Haben wir irgendwas vergessen? Eine Vase haben wir ja leider auch nicht. Und hier oben ist auch leider keine. Oh, jetzt eine Vase haben. Das wäre ein Träumchen, ne? Aber die haben wir leider nicht. Schade. Wir können es probieren. Nope, nope. Amicia ist gestorben. Okay. Wie kommen wir jetzt also darüber? Das verstehe ich nicht ganz. Wir können ja, wie gesagt, ach so. Es funktioniert. Das Ding drehen. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. So kommen wir vielleicht rüber. Aber das dreht sich ja nicht bis ganz dahin. Das dreht sich ja. Ja, noch ein Stück. Bis hierhin. Oh, das Heu reicht nicht. Okay. Es wird nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um. Lukas, Stupefaccio wäre jetzt gut. Ja. Nein! Wenn der Rauch ausbricht. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. An damit!
Wir haben ein großes Problem, ne? Die Ratten kommen ja doch bestimmt gleich hoch. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Ah, so geht das ganz schnell. Okay, gut zu wissen. Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle. Ja, das ist richtig. Ich bin auch kein Freund davon, wenn wir das tun. Nur die Frage ist doch. Oder was ich mich gerade frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich habe ja leider keine Vase zum Herstellen. Naja, das ist was.